Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas Vlog. Heute geht es mir schon ein wenig besser, würde ich sagen. Ich höre mich natürlich immer noch nicht gesund an und fühle mich auch immer noch nicht gesund, aber ich merke, es geht bergauf, das ist schon mal gut. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig, weil ich muss jetzt nach Köln. Zum einen habe ich einen Termin beim Kieferorthopäden. Da wird einfach dann nochmal nachgeguckt, ob die Spange gut sitzt und ja, ob sich das alles so verschiebt mit den Zähnen, wie es sich verschieben soll. Und dann muss ich meine Ausarbeitung von meinem Referat binden lassen. Total bescheuert. Aber gut, was sein muss, muss sein. Und eventuell wollte ich zu Butlers in Köln, weil die haben im Internet zumindest richtig, richtig schöne Kugeln für den Weihnachtsbaum und solche Geschichten. Und da wir den wahrscheinlich heute schmücken wollen, dachte ich mir, gucke ich da nochmal eben vorbei. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, mich um die Nase rumzuschminken, weil ich muss mich eh ständig schneuzen. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich das gestern Abend mit dem Referat und mit dem Uni-Zeugs einfach noch hinbekommen habe und ich jetzt endlich sozusagen die Vorweihnachtszeit auch ein bisschen mehr genießen kann. Weil wenn man sowas im Hinterkopf immer hat, dann ist man so unter Strom und hat die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und so. So geht es mir jedenfalls, weil ich natürlich immer viel zu spät mit solchen Dingen anfange. Lasst das euch also eine Lehre sein. Immer schön früh genug anfangen. So, ich bin in Köln angekommen und laufe jetzt gerade zu meinem Kieferorthopäden. Und dann bin ich mal gespannt, ob mit den Zähnen alles in Ordnung ist. Aber das sieht super aus. Haben Sie irgendwo Druckstellen? Druckstellen? Ja, oder störende Kantenstellen? Ja, manche Schienen sind immer ein bisschen scharfkantig, okay. Dann habe ich immer so ein bisschen so kleine Aften an der Zunge, okay. Oder sowas. Aber ist nicht bei jeder Schiene, okay, so. Okay, also wenn Sie scharfe Stellen haben, Kanten haben, einfach mit einer Nagelfeile. Habe ich auch schon öfter mal gemacht. Dann sollte das eigentlich weggehen. Ja. Wenn nicht, können Sie jederzeit vorbeikommen, dann machen wir das für Sie. Mhm. Vielleicht auch nochmal für euch kurz so ein kleines Update zu meinen Schienen hier. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte. Also ich glaube, ich bin bei Schiene 24 oder 25, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich habe ja insgesamt 50 Schienen, also es ist ungefähr die Hälfte der Zeit vorbei. Und wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch mega zufrieden, ich komme da mega gut klar. Das Einzige, was halt immer ist, ist dieses Lispeln. Ich glaube, das geht auch nie so richtig weg. Und wie ich ihr auch gerade schon der Ärztin gesagt habe, dass es manchmal scharfkantig ist, dass es mir dann an der Zunge wehtut oder an den, ja, in der Innenseite von der Lippe oder so. Aber es ist nicht so schlimm und wie gesagt, man kann das mit einer Nagelfeile einfach abfeilen. Also ich überprüfe jetzt nochmal die Zwischenräume, ob es da etwas eng ist. Dafür gehe ich mit dem Polierstreifen zwischen die Zähne. Das reibt so ein bisschen. Und drückt etwas. Das ist aber in Ordnung. Und meine Kollegin sagt mir, ob wir irgendwo noch was offen haben. Das ist okay. Gut. Und 4 fehlt uns noch 0,05. Das ist in Ordnung. Auf der anderen Seite, da wurde eine Füllung gemacht, deswegen überprüfe ich da jetzt auch nochmal den Kontakt. Sieht man nochmal ganz sehr stark diesen heftigen Unterschied. Das ist vorher und das ist heute. Und ja, man kann ganz offensichtlich sehen, wie schief die Zähne hier einfach noch waren und wie heftig gerade das jetzt schon geworden ist. Das sieht ja schon richtig schön aus, wie so ein perfekter Zahnkranz. So, mein Termin beim Kieferorthopäden ist jetzt vorbei und ich freue mich sehr, dass man einfach auch schon so einen Unterschied sieht. Gerade mal noch 25 Spangen, also denke, das beweist jetzt auch, weil viele glauben mir das irgendwie gar nicht, dass man mit diesen Schienen tatsächlich die Zähne richtig verschieben kann, drehen kann und alles mögliche. Fast alles, was man auch mit einer festen Zahnspange machen kann. Ja, freue ich mich natürlich mega drüber. Jetzt gehe ich, wie gesagt, mal eben in Butlers und gucke mal, ob die da noch irgendwelche schönen Sachen für den Weihnachtsbaum haben. So, das war jetzt leider nur ein ziemlich kurzer Besuch. Ich habe nicht viel gefunden. Ich hatte gehofft, dass ich noch irgendwie so ein paar altrosane Ornamente oder so für den Weihnachtsbaum finde, weil ich so ein bisschen Farbe reinbringen wollte und nicht nur Silber und Weiß. Aber ich fürchte, da war ich einfach zu spät. Die meisten Sachen waren schon ausverkauft. Aber ich habe immerhin noch so ein bisschen was gefunden. Solche sehen aus wie Eiszapfen, finde ich eigentlich ganz schön. Und auch mal was anderes als eine Kugel. Und es gab ab 6 Artikeln 50% Rabatt. Das hat sich natürlich gelohnt. Ja, und dann habe ich mir das halt noch geholt, zeige ich euch später, wenn wir dann den Weihnachtsbaum dekorieren.
Ich hoffe nur, dass ich genug Lichterketten habe. Ich habe nämlich eigentlich nur eine. Das ist so eine 400er, also schon eine ziemlich große, aber hoffentlich reicht das. Ich bin jetzt wieder im Auto. Meine Arbeit habe ich drucken lassen und binden lassen. Ha, gut, dass ich das jetzt schon mal fertig habe. Und ich habe sogar gerade noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für meinen Papa gefunden. Kann ich aber nicht sagen, was es ist, weil der guckt sich das hier bestimmt an. So, wieder zu Hause und ich habe Post bekommen. Ein Paket, darauf steht, das wäre von L'Oreal. Keine Ahnung, was da drin ist. Wir schauen mal rein. We wish you a Merry Christmas. Ah, das ist von Garnier. Wie cool. Ach, wie cool. Müsli. Hä? Start your healthy day with Garnier and my Müsli. Das ist ein Bärenmüsli. Haferflocken, Hafercrunchy. Haferschrot, Weizenflocken, gepuffter Reis, Honig, Gerstenflocken, Sonnenblumenkerne, getrocknete Apfelstücke, Vollkorn-Cornflakes, getrocknete Cranberries, Apfelsaft. Boah, ist viel drin. Cool. Und dann in so einer hübschen Box. Schaut mal, die Box ist richtig hübsch. Eigentlich voll schade, um die wegzuwerfen. Cool. Ja, vielen Dank, Garnier. Habe ich ja noch mal ein bisschen was Neues zum Frühstücken. Sehr cool. So, Vlogmas lädt jetzt hoch. Und wir haben in dem Vlog über ein Thema geredet, und zwar, was Philipp so ganz am Anfang über mich dachte, als er herausgefunden hat, dass ich YouTuberin bin und so. Also falls ihr das wissen wollt und das noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne in den letzten Vlog rein. So, und ich werde mir jetzt was zu essen warm machen, einfach das von gestern. Es ist soweit, wir schmücken jetzt den Weihnachtsbaum. Ich freue mich und ich habe jetzt gerade schon mal den ganzen Weihnachtsbaumschmuck hingelegt, damit ich ungefähr weiß, was wir so haben, damit man ungefähr weiß, wie viel von was da ist. Und das ist halt alles jetzt in Silber und Weiß und Glitzer. Leider keine Farbe, aber wie gesagt, ich hatte leider nichts Passendes gefunden. Aber ich denke auch, komplett in Silber ist bestimmt auch sehr hübsch. Hier ein Überblick über die ganzen Sachen, die ich habe für den Baum. Und das hier sind die neuen, die ich heute bei Butlers gekauft habe. Das sind halt, sehen halt aus wie so glitzernde Eiszapfen, fand ich ganz cool. Ja, dann haben wir hier noch so Schneekugeln und ganz normale silberne, so ein riesiges Pack von Ikea. Dann solche glitzernden Kugeln. Diese hier, die sind silber und obendrauf mit so etwas dunklerem Glitzer. Finde ich auch sehr schön, auch von Ikea. Und solche ganz klassischen, diese hier, die sehen so ein bisschen aus wie Disco-Kugeln. Die habe ich bei Action gefunden, die finde ich auch ganz hübsch. Ja, und jetzt müssen wir mal erstmal die Lichterkette um den Baum kriegen. Und ich habe nur eine Lichterkette, wie gesagt. Ich hoffe, die reicht aus. Na, liegst du bequem, kleiner Mann? Milo? Ist gut, wo du liegst? I'm placing my apology underneath the Christmas tree, and I hope you know what I'm trying to show. Your love is all I want in return. So, die Lichterkette ist jetzt drin. Leider habe ich wohl eine falsche bestellt, denn die ist hell und nicht grün. Deswegen sieht man die leider. Aber ich hoffe, wenn wir gleich die Kugeln dran haben, fällt das nicht mehr so auf. Aber die Lichterkette ist auch irgendwie viel zu lang. Wir sind jetzt zweimal um den ganzen Baum gegangen. Aber wir haben immer noch voll viel Lichterkette übrig. Die haben wir jetzt einfach hinter den Baum geknüllt. Da liegt der Knäuel. Egal. Das Knäuel. Daddy, das Knäuel. So, und jetzt... Ach du Scheiße. Die Spitze ein Stück abschneiden. Mit meinem guten Schweizer... Oh Gott, schneid dich nicht! Nimm dir noch einen Stuhl. So. So. So, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe und darfst die Spitze da drauf tun. Tja, irgendwie sieht ist... Sieht ein bisschen schief aus. Der ja, weil der irgendwie für dickeren Stamm gedacht ist, aber egal. Ich kann absägen. Nö, egal, lass mal einfach so. Oh, it's time for Christmas! Chances of the year.
try to make it right. You have to see it clear. Oh Leute, es ist schon passiert. Eins meiner neuen Eiszapfen-Dinger, die sind aus Glas und runtergefallen, weil das Band aufgegangen ist. Da liegt es. Oh, kaputt. Toll, dabei finde ich die so schön. Manu. So, langsam nimmt es Form an hier. Gerade noch ein paar Schleifchen um den Baum. Aber dieses Band hier, das wird irgendwie nicht so, wie ich das will. Schöne Schleifchen machst du da. Nee, das funktioniert nicht. Kannst das sieht aus besser? Wie, weiß ich nicht, als ich mit 4 Schuhe binden gelernt habe. Das ist gemein. Ja, das ist ein blödes Band. So, das Weihnachtsbäumchen ist jetzt soweit fertig geschmückt. Ich meine, irgendwie könnte ich da stundenlang weitermachen und immer wieder sehe ich irgendwelche Lücken, aber ich lasse es jetzt einfach, weil sonst wird es zu voll. Und ich habe mir auch schon so überlegt, es wäre irgendwie voll schön, wenn der so ein bisschen weißer aussehen würde, der Baum. Ich hätte den am besten vorher so beflocken sollen. Wisst ihr, was das ist? Das ist so, als ob da Schnee drauf liegen würde. Das kann man so drauf sprayen. Aber jetzt ist es leider zu spät, sonst müsste ich alles wieder abmachen. Aber egal, auch so ist der richtig schön. Tada! Hier ist der Baum. Ich weiß nicht, wie gut man das so sieht. Hier sind meine kleinen Eiszapfen, die ich heute gekauft habe, wo einer ja leider runtergefallen ist. Mega schade. Und dann habe ich hier noch so Schleifchen drum gebunden, um einfach das so ein bisschen aufzulockern, dass halt nicht nur so Kugeln dran sind. Ja, leider sieht man die Lichterkette halt immer noch ein bisschen durch, weil die halt weiß ist, aber naja, egal. Auch nicht schlimm. Aber ich finde, so ein Weihnachtsbaum hat einfach so viel aus. Sofort sieht es hier viel weihnachtlicher aus. Schön. Baum? Baum. Baum. Wir haben jetzt gerade, wie man vielleicht gesehen hat, unseren Baum fertig geschmückt. Und man kann ja auch mal ein paar Behind-the-Scenes einblenden, wie wir genau das Thumbnail gemacht haben. Das machen wir jetzt mal an der Stelle, weil das Thumbnail war dieses Mal mit sehr viel körperlichem Aufwand verbunden. Mhm. Aber das seht ihr jetzt. Wir machen Räuberleiter. Du hältst dich an der Decke fest und stellst dich auf meinen Fuß. Wie soll ich mich denn an der Decke festhalten? Dann lass mich da hinten. Nee, komm mal hier drauf. Komm mal hier drauf. Kletter mal da drauf. So. Jetzt hältst du dich an der Decke fest und machst einfach nur einen Schritt auf meinen Fuß. Und dann haben wir es schon. Ja, genau. Warte. Sicher? Ja. Erst die Decke. Du brauchst eine Basis, sonst fällst du mir gleich hin. Ich hab dich. Ich hab dich. Alles gut. So. Jetzt ist aber irgendwie näher dran. So, jetzt tu das andere Bein von der Couch runter, sonst sieht man das. Das ist blöd. Man sieht deinen Kopf nicht. Man sieht deinen Kopf wieder nicht. Verdammt. Man sieht deinen Kopf. So, wir fahren jetzt gerade noch eine Kleinigkeit einkaufen und vorher zur Post, denn hier sind einige Pakete, die ich unbedingt wegbringen muss von Verlosungen. Die habe ich jetzt gerade alle fertig gemacht und die bringe ich jetzt weg, damit die auch endlich bei den Gewinnern ankommen. Milo, heute fangen wir mal mit deinem Kalender an. Hm? Guter Plan. Ja? Willst du dein Türchen aufmachen? Na komm. Guck mal, wo ist die 14? Oh, Milo. Schau mal, ein großes Leckerchen. Sieht aus wie ein Müsli-Riegel. Ach, sieht er immer wegrutscht. Und tschüss. So. Heute einfach mal hier zuerst weiter. Ja. 14, ne? Heute ist der 14. Oh, ein Klappspiegel. Und Ikea. Eine Praline. Oh, die sieht ja sogar mal ein bisschen besonders aus. Mit einem roten Strich. Ja, sieht total besonders aus. Mit einem roten Strich. Yeah. Ja. Und diese Türchen lassen sich leider nie richtig öffnen. Oh mein Gott, das ist Nagelfolie. Ah, das ist für Kindernägel, weil ich habe schon kleine Hände, aber... Müssen wir querlegen, dann passt das. Querlegen! Zwei auf einmal. Oh, geil. Yes, also die werde ich mir auf jeden Fall bald auf die Nägel machen. So. Eine Armlänge Abstand, die 14. Und hier drin finde ich... zwei Shuttlebuns! Ist das alles? Und ein Rubbellos! Yay!
Wäre das geil, wenn ich einfach mal echt so 100 Euro hätte oder so. Ich habe wieder 50 Cent. Wow. Wow. Da hast du schon Euro raus. It is your turn. Ein neuer Tag. Ein neues Söckchen. Heute ist der 14. Guck mal, die scheiß Zahlen sind auch kaputt. Ja, ja. Nicht abmachen. Oh, jetzt hat da das auch noch das ganz abgerissen. Nee, das war schon. Ein Pickup und, Achtung, ein bisschen Fettmacher. Und zwar 100% Milch? Milchkomplex. Das ist dann 100% Milchprotein. Na gut. Ja. Geschmacksrichtung belgische Schokolade. Hört sich gut an. Ich bin gespannt. Ich werde das alles irgendwann noch testen. Ich kann nur im Moment nicht trainieren gehen wegen Nase und ne, wegen meiner Gesundheit. Aber wenn das wieder losgeht, dann... Hast du wenigstens deinen Vorrat. Genau. Ne? Yeah. So, mittlerweile haben wir jetzt 7:45 und wir haben uns gerade was zu essen gemacht, beziehungsweise Philipp hat schon gegessen, nicht mein Brötchen essen. Schluss, aus, Ende. Der versucht mir immer mein Essen zu klauen. Obwohl er selbst gerade 2 Brötchen hatte. Wie unschuldig der guckt. Was ist das für ein Löffel? Der Löffel ist halb so lang wie mein Finger. Wie soll ich damit... Die anderen Löffel sind gerade alle in der Spülmaschine. Finde den Fehler. Wie soll das... Dann musst du den großen Löffel holen. Die anderen Löffel sind gerade alle in der Spülmaschine. Ja, die anderen Teelöffel. Achtung! Naja, was ich sagen wollte, wir machen jetzt Serienabend. Wir gucken jetzt Californication weiter. Da sind wir jetzt bei Staffel 6, Folge 2. Also wir sind bald durch. Die anderen Löffel, ne? Die sind alle in der Spülmaschine. Ja, sicher. Dann hol dir demnächst deinen Löffel selber. Einmal mit Profis arbeiten. You had one job. Komm, du Pizzateig-Künstler, sei mal ganz ruhig da hinten. Oh Mann. So, wir haben jetzt 9:30 und sind beide mega fertig. Ich habe heute auch wahrscheinlich eigentlich wieder ein bisschen zu viel gemacht. Ich tendiere immer dazu, wenn ich krank bin und mich dann an einem Tag besser fühle, dass ich dann direkt irgendwie wieder loslege mit allen möglichen Sachen. Ist nicht so gut, ich bin ein bisschen schlapp jetzt, aber ich hoffe, das wird morgen wieder besser. Ja, und ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog heute gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.